Guck mal bitte, ob die noch gut ist. Wo? Datum? Die Pizza, ja. Oder hat die ihr Datum auf sich selbst? Nö. Ich hätte kein Datum. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Hallo. Ich habe gleich zum Start, präsentiere ich euch unser Abendbrot, denn es gibt heute, wie ihr jetzt schon seht, einen Food Haul, einen Supermarkt Haul, einen Wocheneinkauf. So, bitteschön. Karl, da sagt man Danke. Sag mal Danke. Die Pizza ist so groß wie der Karl. Genau, und wir haben, ich finde, wir können das Video ruhig nennen, Food Haul in Zeiten von Corona. Wir haben das Video so genannt, aber das ist, ich sag mal, ironisch oder das ist Ironie. Habt ihr schon Backpapier? Denn wir haben ganz normal eingekauft. Wir kaufen immer so ein. Und wenn ihr unseren Vlog sehen wollt, wo wir euch zeigen, wie es im Supermarkt ausgesehen hat, dann wir verlinken den. Das wird, ja, wir verlinken den, wenn er schon online ist. Und ansonsten kommt auch demnächst noch ein Vlog online, wo wir, ja, wir vloggen heute noch. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch jetzt, was wir eingekauft haben. Wir haben hier einmal Stracciatella-Joghurt im großen Becher, weil wir das sehr gerne essen. Und ja, ist natürlich billiger, glaube ich, so eine große Menge, hoffe ich. Dann haben wir noch solche Joghurts, weil der Karl irgendwann mal so einen Joghurt gegessen hat, halt mit der Ecke. Der schüttet das nicht zusammen, sondern isst hier mal raus und da mal raus. Und seitdem ist nur noch das für ihn Joghurt, so ungefähr. Also, ja, also Joghurt mit Obst ist kein Joghurt mehr. Ja. Rührt dann ihr nicht mehr an. Also haben wir rühren schon, aber nicht mehr. Ja, er rührt dann rum, aber er isst es nicht. Dann haben wir einmal Kekse, ja, die einfach ganz normal, oder wenn wir Ausflug machen oder so. Dann habe ich hier einmal Pastasoße. Da gab es tatsächlich nicht mehr allzu viel Auswahl. Ich wollte eigentlich ein Pesto oder sowas, aber die haben alles weggekauft. Deswegen habe ich jetzt so eine Pastasoße mal probiert. Wir machen ganz oft auch solche Soßen selbst, aber wenn es mal schnell gehen muss. Dann habe ich hier für einen Bus so veganen oder vegetarischen, ne, veganen Aufstrich. Der kommt wirklich in den Bus. Das hat jetzt eigentlich nichts mit Wocheneinkauf sozusagen so zu tun, wobei wir die auch so zu Hause essen. Aber die nehmen wir immer mit, weil die halten sich auch ohne Kühlung. So. Dann haben wir einen Eisbergsalat, der sieht ultra frisch aus. Bei uns gibt es eigentlich einmal die Woche Salat oder wir kaufen sowas wie Rucola und verarbeiten das dann beim Kochen. Also so einen Eisberg kochen wir jetzt nicht, ne? Aber genau, also wir nehmen ja, bei wir nehmen bei jedem Wocheneinkauf sowas Salatiges mit. Ja, ja. Dann haben wir so Kochsahne, da haben wir die jetzt mit 7% Fett. Wir haben aber gleich noch die anderen irgendwo. Genau, dann hier noch so ein Aufstrich, andere Sorte. So, hier haben wir so ein Brot, so Balancebrot, das hatten wir auch schon im Urlaub, das schmeckt auf jeden Fall. Wir wollten eigentlich so ein ganzes frisches Brot, aber gab es nicht mehr. Dann nochmal sowas wie Kekse und Geflügelwiener, wobei mir gerade eingefallen ist, dass wir noch Wiener haben. Aber was machst du denn hier? Ich hatte große Bockwürste in der Hand, wollte die unbedingt mitnehmen. Habe ich gesagt, brauchen wir nicht. Irgendwie so eine 5er-Packung, so Riesenfette Bockwürste. Oh, okay. Biomilch, weil der Rest wurde gehamstert, aber wie viel Fett? 1,5er, genau, wir kaufen sonst die normale Haarmilch 1,5er, weil es einfach die billigste ist und am Kaffee schmeckt man keinen Unterschied, finde ich. Dann, was ist das hier? Wie heißt das? Bueno plus in billig, bueno, weil wir fressen das halt, das ist so lecker. Dann einmal Gummibärchen. Okay, Gummibärchen. Die ist natürlich nicht der Karl. Oh. Okay, Google. Nochmal, weil das halt lecker ist. Genau, dann haben wir einmal Hühnerbrust. Du kannst übrigens alles, was hier steht, schon wegräumen, ne? Sehr gern. Dann Ketchup, ganz normales. Also klar schmeckt das mit mehr Tomate besser, nein, aber es gibt es im Lidl gar das nicht. Das ist einfach nur eine Lüge, die du dir selbst erzählst. Nein! Noch ein Aufstrich, noch eine Sorte. Dann ein Frischkäse. Dann hier, das sind so Feuchttücher, die wir für den Karl verwenden. Sensitive gibt es eigentlich im Viererpack, jetzt nein, halt nicht. Deswegen haben wir drei einzelne gekauft. Hier ist die andere Kochsahne, auch zwei Stück. Eine Mozzarella. Kurze Zähne. Karl, es ist nicht mit der Zahn, das ist im Mund rumgelaufen. Nimmst du die in die Hand? Philipp wollte mal hier so Mandarinen-Dosen, Dosen-Mandarinen mitnehmen. Oh, ich habe mir ein Latte Macchiato mitgenommen, habe ich voll vergessen. Mm.
noch einen Aufstrich für den Bus. Wir waren halt neulich mal spontan nicht damit laufen. Weg und haben natürlich Vorräte von zu Hause mitgenommen, aber das, was dann noch im Bus war, war halt sehr spärlich, die Auswahl. Ein Frischkäse, der nicht scharf ist, den auch definitiv der Karl ist, wobei der andere auch nicht scharf ist. Der Paprika? Ja, übrigens, also falls ihr es wissen wollt, wir haben 115 € bezahlt, aber ihr habt jetzt noch nicht gesehen, was noch alles kommt. Und das waren jetzt erst die ersten zwei Beutel, ne? Wie gesagt, das ist ein Wocheneinkauf und wir essen das auch wirklich in einer Woche. Ja, das fliegt bei uns tatsächlich nicht weg. Nee, ich meine, das ist auch nicht jetzt für 2 Wochen oder 3 Wochen. Wir schaffen das, in einer Woche aufzuessen. Ja, aber es gibt auch Leute, die so eine Menge kaufen und am Ende fliegt dann die Hälfte weg. Zum Beispiel Tiefkühlsachen, die warm geworden sind. Ich habe hier sowas mal mitgenommen, weil ich mag die übelst gerne, diese Mini-Pizzen. Und das ist 3 Käse, also ohne solchen Gammelkäse. Wie nennt man das? Das macht ungefähr das komplette System kaputt. Ein Kohlrabi hat sich Philipp gewünscht, aber der wird nicht kühl gestellt. Also kann ich den auch wegrollen? Ja, ja, haben wir mal. Den wird jetzt in den Erdschaukel. Schokobons in Weiß. Luftaugen nach ihm werfen. Meine Hühneraugen. Schokobons, und ihr seht, wir haben voll viele Süßigkeiten, aber Philipp und ich essen sehr gerne Süßigkeiten. Ja, die müssen auch abends ab und zu mit ins Bett. Ja, weil wenn der Karl da ist, können wir das nicht essen, weil sonst will er das halt auch haben. Dann einmal Hygienespüler für die Wäsche. Und dann habe ich hier noch so Tortellini, die sind auch also so frisch, mit Basilikum Pesto gefüllt und Pinienkernen und was auch immer. Noch eine Milch und eine laktosefreie Milch, weil Philipp die gerne trinkt. Philipp sagt, die schmeckt süß. Ja, tut sie auch, weil die ganzen Milchzucker-Dinger, die dann fehlen, werden durch andere Sachen ersetzt, die halt süßer schmecken. Oder so ähnlich. Okay. Oder ist es einfach nur deine Erklärung? Nein. Okay. Das funktioniert wirklich irgendwie. Du hast mir auch nicht geglaubt, dass die Farbe der Hühnereier an der Farbe der Ohren der Hühner festzumachen ist. Ich dachte, Hühner haben keine Ohren. Ich dachte, Hühner haben einfach Löcher. Ist doch egal, aber auch die Löcher haben eine Farbe. So, Fischbüchse. Dann haben wir ganz viele Äpfel gekauft. Also wir essen an sich jetzt auch schon mehrere Äpfel die Woche. Aber wir haben ganz viele gekauft, weil wir backen für meine Oma. Die hat Geburtstag am Wochenende. Was? Oh, danke, dass du sagst. Und ich muss jetzt mal abwiegen, welche wir beiseite tun, Ratte, für Backen. Wo ist die andere Mandariendose? Noch nicht gekommen. So. Also das sind jetzt schon mal 420 Gramm. So, dann haben wir hier noch Kekse, Mais zum Kochen oder so. Dann einmal Kaffeepads. Dann gab es hier irgendwie im Angebot Donuts, hat Philipp gesagt. Ja, 3 Stück zum Preis von 2. Aber wetten, die kosten dann die 2, das sind wie sonst 3. Aber ich falle trotzdem immer drauf rein auf sowas. Hier, das ist zum Backen. Und das hier auch. Und diese Monster-Zitrone, die genauso groß ist wie ein Apfel, ist auch zum Backen. So, dann hier sowas für den Karl Bestechung, sag ich mal. Nein. Nein, das wollen wir ihm abgewöhnen. Du hast ihm das gut angewöhnt, dass er sich im Auto teilweise nur in den Sitz setzen lässt, wenn man ihm sowas verspricht. Aber also klar, es wäre gemein, wenn man es nicht hält, aber nein, ja. Wenn, das wird schon gehalten, aber. Aber manchmal, also es ist selten, dass er irgendwie rumbockt. Dein Timer klingelt, dein Wecker klingelt. Dann hat Philipp gesagt, das ist Kinderschokolade in günstig und im Doppelpack und weiß ich nicht. Wir werden sehen, ob es genauso gut schmeckt. Was mit den Äpfeln jetzt? Ja, die warten noch. Auf wen denn? Auf Zuwachs? Ja, dass noch mehr Äpfel kommen. Ach so, hier. Außerdem kommen die Äpfel nicht in den Kühlschrank, also brauchst du die auch gar nicht wegräumen. Nochmal Kekse. Boah, wir haben so viele ungesunde Sachen. Ich weiß nicht, was du meinst. Das hat sich Philipp ausgesucht. Möchte ich nur dazu sagen. Hier Windeln kaufen wir vom DM oder vom Lidl die Windelhöschen Größe 5, weil der Karl hat er sich selbst eingesperrt, weil der Karl die verträgt und weil die auch die Nacht durchhalten. Früher haben wir da Pampers nachts gehabt, aber mittlerweile halt noch die hier nachts durch. Willst du die Windeln haben? Habe ich hier noch so eine Pizza-Kombi, auch mal für wenn es schnell gehen muss. Kannst du Papi geben? Wohin? In dieses Fach da, wo auch die Tortellini sind. Dann haben wir einmal Toastbrot, einmal, die sind voll angelaufen, weil die waren neben den gefrorenen, hoffentlich noch gefrorenen Pommes.
Mini-Salamis ist auch ganz gut im Bus. Dann haben wir hier Pommes, auch wenn es mal schnell gehen muss. Dann einen Reibekäse, der wird bei uns prinzipiell eingefroren. Wir haben immer jetzt Reibekäse da. Philipp sich noch gesucht für seine Blitze oder was? Genau. Sind vom Lidl und kannst du empfehlen. Kostet 4 Euro. Also kann ich empfehlen. Sie machen halt das, was sie sollen. Sie lassen sich wieder aufladen. Mit ja. dem auch Ladegerät von Lidl, was es letzte Woche gab. Stimmt. Da gab es dummerweise, vollkommen schwachsinnig für mich. Diese kleinen Batterien, ne? AAA-Akkus dazu. AAA ist viel lustiger. Ja, klingt aber nach ganz viel. Ganz Akten. Viel, ja. Jedenfalls. Ja, alles gut. Ja, ist halt egal. Lass boah, guck mal, die geht nicht aus. Die geht einfach nicht aus. Vielleicht, wenn da einfach Gewicht drauf ist, kriege ich die das mit. Krass, die ist auch vom Lidl und die haben wir letzte Woche gekauft. Und ich bin so begeistert, weil sie ist gelb. Noch so eine Soße. Ich wollte ja die KitchenAid-Waage haben. Aber die ist hässlich und ich habe Angst, dass die... Die kostet 80 Euro oder 70. Die kostet 50 Euro bei eBay. Okay, ich habe aber Angst, dass die schlecht verarbeitet ist. Weil schlechter die, ist, das wird sich sein. Nee, aber hier, die hat 5 Euro gekostet. So, noch eine Soße mit, wie heißt das? Lange Ding da. Aubergine. So, nochmal Brötchen. Wir kaufen so viel Brot und Brötchen, weil Philipp ja das mit auf Arbeit nimmt. Der schmiert sich ja gefühlt jeden Tag 3 Brötchen und isst 2 Brötchen. Ja, und 4 Scheiben Brot. Noch schlimmer und isst früh auch noch was? Also Brot? Ja, aber ich frühstücke hier nur wenig, muss ich dazu sagen. Und esse das als Frühstück und als Mittag bei der Arbeit. Ja, aber auf jeden Fall kaufen wir viel Brot. Ja. Da habe ich hier noch sowas für unterwegs oder im Bus oder so. Hier. Gibt auch gleich Essen, Carly. Dann ein Bananensaft, auch immer sehr lecker. Kriegt der Karl auch mal, ich sag mal, schlückchenweise. Also nicht jetzt in seine Tasse rein. Eine Erde. Hier sind jetzt übrigens die Äpfel für den Kuchen abgewogen. Die legen wir dann gleich rüber. Die halten sich ja. Und dann nehmen wir die mit. Kannst du die dann ins Schlafzimmer tun? Sofort. Ja. So. Unser Vorratspack ist irgendwie voll. Dann gibt es endlich wieder Bananen. Die letzten Mal im Lidl gab es immer keine Bananen. Was total soll ich wohin machen? Die 5 Äpfel im Schlafzimmer. Typischer Ort für Äpfel. Ein paar Möhren. Was? Jürgen. Die Möhren gibt es zwischendurch immer mal als Snack. Dann jetzt die Äpfel für uns. Die wir auch jetzt diese Woche essen und nicht in den Kuchen backen. Nochmal Erdbeeren sind zurzeit recht günstig. Ich weiß nicht mal, was die gekostet haben. Aber sind sehr, sehr lecker. Dann hier. Die gibt es auch noch eigentlich mit Zwiebeln und Knoblauch, aber die wurden alle weggehamstert. Und, aber die sind jetzt mit Basilikum und die hatte ich neulich als Soße an den Nudeln und das war echt lecker. Dann hier hat Philipp sich nochmal ausgesucht mit mal einem Nachtisch oder sowas. Dann die war im Angebot, kaufen wir aber auch sonst jede Woche, egal was sie kostet, so ungefähr. Dann seit Mango. Seit langem mal wieder eine Gurke, weil wir die auch am Sushi hatten. Und mittlerweile schmecken die Gurken auch wieder. Es gab Sushi. Es gab mal eine Zeit. Kai, was ist das? Zwiebel. Eine Zwiebel. Es gab mal eine Zeit, jetzt speziell halt im Winter, wo die Gurken gar nicht geschmeckt haben. Dann noch Himbeeren. Und Blaubeeren essen wir sehr gerne alle. Bis auf Philipp. Nicht so. Nee, ich bin dann eher für Erdbeeren. Ja, dann hier. Blaubeeren aus dem Wald, beim Pilze sammeln, ja. Dann einmal Eier. Normalerweise kaufen wir die großen Großpackung Eier, aber wir haben noch 4 Stück. Und da war auch hamstermäßig was los bei den Großpackungen Eiern. Deswegen haben wir eine kleine Packung. Großpackung Eier, 12er Packung. Nee, 10er Packung. Bei manchen Läden kriegst du auch diese Paletteneier. Oh, stimmt. Also diese, das ist für mich eine Großpackung Eier. Im Marktkauf gibt es ja dann hier einmal noch Tomate. Der Beutel ist auch leer. So, dann haben wir noch 2 Sorten Müsli. Die haben wir noch nie gehabt. Die probieren wir jetzt mal. Wir haben solche coolen Müsli-Gläser. Also solche, wie nennt man die? Was? Candy-Gläser. Ja, genau. Dann haben wir hier noch
zweite Sorte eben, genau, da kaufen wir nicht jede Woche. Also wir fressen nicht in einer Woche auch noch zwei solche Packungen Müsli alle, ne? Aber da kaufen wir alle drei Wochen mal eine ja. oder so. So, zu guter Letzt noch Getränke. Das hier hat Philipp sich wieder ausgesucht. Ich bin jetzt nicht so der Cola-Trinker, muss ich übelsten Appetit drauf haben. Ich trinke zurzeit eher diese ganzen Eisteesorten, die nicht Pfirsich sind, womit Philipp wiederum nichts anfangen kann. Dann nochmal zwei Toastbrote. Unser Brot wird auch prinzipiell eingefroren und wir toasten das dann vor Verzehr sozusagen. Oder Brötchen, ist auch alles eingefroren, weil wir haben da so schlechte Erfahrungen mit Schimmelbrot gehabt. Letzter Artikel ist der Akku alle gegangen. Ihr seht dort noch die Kamera stehen. Das hier ist das Wasser. Normalerweise, kann ich euch auch zeigen, kaufen wir das Wasser in großen Flaschen für den Karl, weil ich ihm noch kein Leitungswasser geben möchte, weil ich nicht weiß, wie alt die Leitungen hier sind. Jetzt gab es hier nur kleines Wasser, auch wegen Corona wahrscheinlich, keine Ahnung. Das heißt jetzt so ein 9er-Pack, und aber da es Pfand ist, habe ich da jetzt auch kein schlechtes Gewissen dabei, ne? Und du so? Ja, ich sowieso nicht, solltest du wissen. Okay, machst du das, drehst du das Ende gleich, dann muss ich nicht nochmal die Kamera umwenden. Was drehe ich denn? Na, du sagst jetzt. Du weißt, dass ich alles drin lasse. Das ist nicht komplett egal. Da ist übrigens unsere fertige Pizza, unser Abendbrot und diese Gläser für Müsli, die seht ihr da. So, ich habe mich dazu entschlossen, das Video selbst zu beenden. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es war interessant. Wir sehen uns im nächsten Video und den Vlog, wo ihr die Läden seht, verlinken wir entweder... oder es ist das nächste Video oder sowas. Mal gucken. Schaut euch einfach um. Ihr werdet bestimmt auch selbst Erfahrungen mit den Läden aktuell gemacht haben. Und ja, dann bis zum nächsten Video.